Boah, game over. Das war's mit dem Really Adventure Bike. Ja, servus Leute. Heute sind wir auf der BMX-Bahn. Hier gibt es jede Menge tolle Berge und Hügel zum drüberspringen. Perfekt, um das Really Adventure Bike hier mal zu testen. Eine schöne Steilkurve haben wir hier auch. Und ich habe meinen HPE Savage auch mit dabei. Mein Nitro Monster Truck. Den werden wir jetzt mal fertig machen. Und dann machen wir mal hier die Piste ein bisschen unsicher. Ja Leute, wie gesagt, das haben wir heute dabei, das Really Adventure Bike, unser liebstes Spielzeug momentan. Ein echt cooles Teil, macht so Laune mit dem Teil hier durch die Gegend zu eiern. Der Schorsch freut sich auch schon, dass er hier mal über die BMX-Bahn fahren darf. Und mein HPE Savage habe ich auch dabei, ein richtig cooler Monster Truck. Den habe ich noch gar nicht so richtig gezeigt, ist ein Nitro, war jetzt lang kaputt. War das hintere Diff kaputt, das habe ich jetzt repariert und ja, jetzt werden wir heute das erste Mal wieder seit langem fahren. Aber ein echt richtig toller Nitro Monster Truck, muss ich sagen, mit megamäßig Federweg. Perfekt geeignet hier, um zu springen und um die Gegend ein bisschen unsicher zu machen. Über uns kreisen gerade die Kampfjets, also ja, wird das Nitro geknattere vielleicht gar nicht so zu hören sein. Game over! Schorsch, ist alles gut? Also der Schorsch hat einen keinen guten Tag, das sage ich euch. Der Schorsch ist schon so oft auf den Kopf gefallen, dass er jetzt einfach irre geworden ist. Hol das! Yeah! Was ist jetzt davor geflogen? Jetzt ist eine Feder davor geflogen. Das war's jetzt. Das war's mit dem Really Adventure Bike. Aber es funktioniert noch. Aber wir haben den Stoßdämpfer irgendwie kaputt gemacht. Hier ist die Feder und die gehört irgendwie hier rein. Das war jetzt zu heftig, Schorsch. Weißt du mal, fährst du wie so ein irrer Schorsch? Jetzt hat er ein Klappfahrrad. Nicht mal zwei Akkus hat der Schorschein durchgehalten. Naja, macht nichts. Nehmen wir das nächste. Das dauert jetzt eh ein bisschen, bis ich die Werke hier wieder anschmeiße. Mein neuestes Spielzeug hier. Ja, wer so Nitro-Autos fährt, der kennt das bestimmt. Dazu braucht man ja hier diesen Glückherzenstarter. Den gibt es mit Batterie. Und immer, wenn man da ein bisschen rumprobiert, ist er natürlich irgendwann leer. Dann verstellt man das ganze Auto, der ganze Motor ist dann total verstellt, weil man sich denkt, vielleicht stimmt ja irgendwas am Motor nicht. Ja, und dann kommt man irgendwann drauf, dass dieser Glückherzenstarter leer ist. Und das ist echt ein cooles Teil, kostet um die 20 Euro. Hier ist ein XC60-Stecker dran. Das Teil hat hier einen kleinen Transformator, einen Trafo drin. Das ist eine 2-3S Lipo-Batterie, Lipo-Akku auf 1,5 Volt runterregelt. Und damit kann ich mit so einem 5000 mAh 2S hier ewig starten, aber wirklich ewig. Und jetzt probieren wir das mal hier in Gang zu kriegen. Bisschen pumpen, dann kommt der Glückherzenstarter hier drauf, zack. Und dann müssen wir halt hier ein bisschen werkeln. Much, much, much later. Wunderbar. So, los geht's. Ja,
Leute, ich würde sagen, der Savage, der geht hier besser ab wie das Motorrad. Der hat er einfach Power ohne Ende. Und mit dem kann man hier richtig schön fahren auf der Piste. Der macht echt so Laune und der ist fast unzerstörbar und hat so viel Power. Er ist halt HPI. Der fliegt hier über die Piste. Wie kann man sowas nicht mögen? Dieser Gestank, diese Lautstärke, einfach geil. Ja Leute, der Savage 3.5, den wollte ich schon lange mal zeigen. Ein echt brutales Auto hier in meiner Sammlung. Was soll man viel sagen? Das Ding geht einfach wie die Hölle. Das Ding hält unglaublich viel aus, wie ihr gesehen habt. Das macht einfach megamäßig Spaß, mit dem hier durch die Gegend zu brettern. Das Ding ist fast unkaputtbar. Ich bin heute ein paar Mal am Baum hängen geblieben hier mit dem Querlenker. Aber trotzdem, wie ihr seht, nichts kaputt, nichts gebrochen. Toi, toi, toi. Das Einzige, was ein bisschen matt auf der Brust ist, das sind die Servos. Die sind ein bisschen schwach, aber ich sehe da jetzt keinen Grund, stärkere reinzumachen. Wenn er rollt, dann lenkt er gut und wenn er... ja, nicht so gut bremst, ist mir das auch egal, weil das Fahrzeug eh nur Vollgas gefahren wird, wie ihr seht. Und wie heißt es immer, wer bremst, verliert. Das Fahrwerk ist absolut butterweich mit diesen weichen, knuffigen Reifen und diesen Doppeldämpfern hier vorne. Macht es echt mega Spaß, irgendwo drüber zu springen. Ein richtiger, ja, schon eigentlich so ein Hardcore-Basher. Also das Teil ist echt brutal robust gebaut und es geht einfach auch wie die Hölle. Und ich mag einfach diesen Sound von diesem Nitro-Motor, der das Ganze einfach noch ein bisschen cooler macht. Also insgesamt kann ich das Fahrzeug echt empfehlen, egal ob als Nitro oder als Brushless. Das Teil macht einfach mega Spaß und ja... kann man nicht mehr dazu sagen. Einfach ein richtig geiles Fahrzeug. Ja Leute, ein wunderschöner Bescher-Tag geht wieder zu Ende. Heute haben wir hier echt die Sau rausgelassen. Der Schorsch hat heute sein Motorrad leider
total zerstört, aber nicht so schlimm. Den Dämpfer kriegen wir bestimmt wieder repariert. So schlimm schaut das nicht aus. Dafür war der Savage heute richtig gut dabei. Der hat echt mega Spaß gemacht. War ein richtig toller Tag, würde ich sagen. Ja, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst mir gern ein Like da. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und einen netten Kommentar. Da freue ich mich besonders drüber, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, haut's rein. Servus, pfiat's euch.